Ich bin Claudia Merlin-Schäffer, bin Yoga-Lehrerin an der Volkshochschule in Coburg und gebe einige Kurse hier und wollte jetzt in der Adventszeit für eines der Adventstürchen eine kleine Übungsfolge einfach präsentieren zum Nachmachen. Viel Spaß dabei! Okay, du stehst auf der Matte. In der Mitte schaust mal zu deinen Füßen nach unten, schaust, dass die Füße hüftbreit auseinander stehen. Mit dem nächsten Einatmen schaust du über die Vorderseite der Beine, über deinen Bauch nach oben, hebst den Kopf und schiebst deine Kopfkrone in die Zimmerdecke. Atme mal ganz tief ein und aus. Und noch einmal tief ein und aus. Und mit dem nächsten Einatmen hebst du mal die Schultern und lässt sie ausatmen, nach hinten unten sinken und schließt die Augen. Du stehst jetzt in Tadasana, der Berghaltung. Bleib ganz aufrecht, schieb die Brust nach vorne raus, öffne den Brustraum. Bleibe hier und komm erstmal auf deine Matte im Hier und Jetzt an. Genieß die kurze Zeit des Atmens und der Stille. Lass die Augen geschlossen und heb die Arme über die Seite nach oben. Schieb die Hände in die Zimmerdecke. Heb dein Gesicht mit nach oben, öffne sanft die Augen und schau zur Zimmerdecke hin. Ganz sanft beginnst du die Hände nach oben zu schieben. Erst die rechte, dann die linke und so dehnst du deine rechte und linke Körperseite. Spür, wie entspannt diese Dehnung ist und wie sie dir gut tut. Dann schiebst du beide Hände nach oben, wirst nochmal richtig schön lang und mit dem nächsten Ausatmen senkst du die Arme über vorne nach unten ab, schieb die Knie sanft nach vorne und komm in die stehende Form. Lass dich nach unten aushängen, die Knie sind angewinkelt, dein Oberkörper kommt Richtung Oberschenkel. Atme in diese wunderbare Öffnung deiner Rückseite hinein. Mit dem nächsten Einatmen kommst du in die halbe Vorbeuge, schieb die Kopfkrone nach vorne. Lass die Arme entweder nach unten hängen oder leg sie an deiner Beinvorderseite ab. Mit dem nächsten Ausatmen kommst du ans Ende deiner Matte, stellst dich in diese halbe Vorbeuge und schiebst dich nochmal weit nach vorne. Und öffnest gefühlt den Po weit, schiebst die Po-Packungen weit auseinander. Ausatmend, lass dich noch einmal nach vorne sinken, in Uttanasana, die stehende Vorbeuge. Leg die Hände neben den Füßen ab und tritt mit zwei großen Schritten zurück. Komm ins Brett oder in die Planke. Dein Kopf, dein Hals, dein Rumpf und deine Beine sind eine Linie. Schieb die Fersen weit nach hinten. Schau ungefähr 30 cm vor dir auf den Boden. Spür die Kraft deiner Arme und die Kraft deines Rumpfes. Mit dem nächsten Ausatmen schiebst du dich nach hinten, die Hände bleiben, wo sie sind und kommst in deinen herabschauenden Hund. Ganz sanft hebst du und senkst du die Fersen. Walk the dog. Schieb den Po nach oben Richtung Zimmerdecke. Und werde lang und weit. Dein Kopf parkt zwischen deinen Oberarmen.
Dann lass beide Fersen sinken, so weit wie sie jetzt in die Matte hineinkommen. Schieb den Po noch etwas weiter nach oben, streck die Arme durch. Gefühlt schiebst du die Füße und die Hände auseinander. Heb den Blick, schau zu deinen Händen. Mit dem nächsten Ausatmen schiebst du dich nach vorne, kommst wieder in dein Brett, lässt die Knie sinken, schiebst dich in den Vierfuß, stellst den linken Fuß nach vorne, den rechten Fuß dazu und bist wieder in Uttanasana, der stehenden Vorbeuge. Heb dich nach oben an. Werde weit, komm in deinen Berg, gib die Hände über deinem Kopf zusammen und zieh die Hände in Sanchali Mudra vor deine Brust. Schließ nochmal die Augen, spür in deinen Körper, spür dieser kleinen Übungseinheit nach. Drück die Daumen an deine Brust, atme noch einmal tief ein und wieder aus. Schenk dir ein Lächeln. Heb den Kopf, öffne die Augen, lass die Hände sinken und freu dich über deine Yoga-Praxis. Diese kleine Übungseinheit kannst du so oft wiederholen, wie du möchtest. Viel Spaß dabei!